Der Quality of Cancer Care Kongress, das ist eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren und der Deutschen Krebsgesellschaft, um einfach aufzuzeigen, wie ist die Qualität und der Qualitätszyklus in der Onkologie. Der besteht darin, dass wir hochwertige Leitlinien haben, dass wir daraus Qualitätsindikatoren entwickeln, diese sofort in die Versorgung in die zertifizierten Zentren der Deutschen Krebsgesellschaft umsetzen und dann alle Behandlungsdaten an ein klinisches Register schicken, die die Behandlungsdaten der Patienten zusammenführen und dann auch zurückmelden an die Zentren. Das hat es so in anderen Krankheitsbereichen nicht gegeben und ich glaube, dass wir da wirklich sehr weit vorangeschritten sind. Aus Patientensicht ist der QOCC deshalb besonders, weil hier die bedeutenden Themen der Onkologie besprochen werden. Das sind die Themen wie Leitlinien, Zertifizierung, Dokumentation, Versorgungsforschung. Das sind alles Themen, die von großer Wichtigkeit für Patienten, die an Krebs erkrankt sind. Nehmen wir Leitlinien, das bedeutet einfach eine gute medizinische Behandlung nach bestem Wissen. Zertifizierung steigert die Klinikqualität und auch die Ergebnisse, die dokumentiert werden, bewertet werden, müssen wieder in die Praxis eingehen, damit die Versorgungsspirale immer besser wird. Und letztlich kann man sagen, wenn dieser Kreislauf wirklich klappt, dann profitieren die Patienten signifikant davon. In der Praxis hapert es manchmal noch, also da sehe ich, dass die systemische Qualität noch zu wünschen übrig lässt. Und ich glaube, das ist der Grund, dass wir uns hier treffen, auf diesem Kongress. Und hier sollten auch die Experten von den Patienten lernen. Ja, meiner Ansicht nach hat der QCC genau die richtige Größe für einen lebendigen Diskurs und auch um Forschungsergebnisse vorzustellen. Ich habe hier deskriptive Daten aus der Uniklinik Mannheim vorgestellt zur Kontinuität in der psychoonkologischen Versorgung, weil es aus unserer Sicht wichtig ist, die Patienten stations- und sektorenübergreifend von einer Person begleiten lassen zu können. Und das sollte auch bei der Personalplanung beachtet werden. Der QCC ist der richtige Ort, um solche Ergebnisse zu präsentieren, weil hier viele Kliniker sind, die diese Botschaft mit nach Hause nehmen. Man hat einen sehr guten intensiven fachlichen Austausch, gerade auch mit Leitlinienentwicklern, die man sonst auf rein ärztlich-klinischen Konferenzen eher nicht trifft. Und man kann sich da sehr gut austauschen hinsichtlich der Weiterentwicklung. Was sind wichtige Themen für eine zukünftige Leitlinie? Ich persönlich habe jetzt eine Analyse zum Pankreaskarzinom vorgestellt, zu Nachsorgestrategien, wo in Deutschland sehr, sehr intensiv nachgesorgt wird, ohne große Evidenz dafür zu haben. Und dann kristallisieren sich doch Instrumente raus, wo man wirklich Evidenz auch schaffen kann, dass man wirklich eine sinnvolle Behandlung für den Patienten macht und das Ganze halt zu einer besseren Versorgung dann auch führt. Beim QCC, da kommen Experten zusammen, die normalerweise auf unterschiedliche Veranstaltungen gehen würden. Deswegen kann man Arbeitsergebnisse hier zielgerichtet adressieren und auch gleich diskutieren. Ich habe hier Forschungsergebnisse vorgestellt, die für die Gesundheitspolitik und für die Selbstverwaltung interessant sind. Wir haben untersucht, wie MCRPC-Patienten gerade in ländlichen Regionen versorgt sind. Und wer über Qualität in der Versorgung entscheidet, der sollte auf jeden Fall solche Daten haben. Der QCC ist auf jeden Fall eine sehr gute Gelegenheit, solche Daten zu sammeln. Die Versorgung von Krebspatienten in Deutschland ist sehr gut und wir freuen uns insbesondere, wie dieser Kongress ja heute auch gezeigt hat, dass in Deutschland noch Anstrengungen unternommen werden, die Qualitätssicherung noch weiter zu verbessern. Ich sehe Qualitätsverbesserungspotenziale bei dem Ziel, tatsächlich den Patienten in den Mittelpunkt der onkologischen Versorgung zu stellen. Das beginnt damit, dass wir zur Entwicklung von Qualitätssicherungsmaßnahmen bisher noch viel zu wenig zum Beispiel Patientenbefragungen einsetzen und wir fragen auch zu wenig in Richtung, wie sieht eigentlich die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei der einen oder anderen Therapie aus. Dieser Kongress eignet sich sehr gut dafür, die Qualität weiter zu verbessern. Hier sitzen die Fachleute, das ist die Fachöffentlichkeit. Sogar hier jetzt eben international. Es sind Leute da, die engagiert sind. Das sind die Multiplikatoren, die brauchen wir, um diese Vernetzung, die ja hier ein großes Thema war, hinzubekommen. Also ich finde den Kongress sehr interessant. Die Beiträge sind eben sehr praxisnah, sind wirklich an der Realität und das finde ich sehr gut. Weil er einfach interessant ist und ganz wichtige Themen verbreitet,
die zukunftsbestimmend sind für die Qualität unserer Krebsmedizin. Sehr schöner Austausch, ja, mit Interdisziplinarität wird hier ja groß geschrieben, finde ich sehr gut. Ja, würde ich auf jeden Fall wiederkommen.